Jo Leute, was geht? Das hier ist das fünfte Video der Sommerferien. Und im Hintergrund gibt es Uncharted 3 ein schönes Gameplay. Er spielt von mir auf der Map Museum. Ich habe mit dem One Oblivion bzw. hier im Gameplay den Western Danger zusammengespielt. Und ich habe mit der M9 Nachladegeschwindigkeit gespielt, mit der Para, mit Leichtfuß, Powerjäger und der Rauchbombe. Aber ist auch egal, weil das Video dient jetzt eher dazu, das neue Projekt anzukündigen. Ja, ich mache ein Projekt und zwar wird es ein etwas längeres Projekt. Übrigens hier am Anfang mit der Sniper fähle ich jetzt ein bisschen rum. Hier auf jeden Fall ein längeres Projekt und es wird ein Can You Beat Me sein, beziehungsweise dieses Can You Beat Me dient nur als Qualifikation für ein Frei für alle Turnier. Also das ist so ein bisschen kombiniert, also beides wird stattfinden, aber man muss auch beides machen, also man kann sich da nichts aussuchen. Aber das erkläre ich ja jetzt, ne? Und zwar, ihr schreibt, wenn ihr Bock habt, eure Skype-ID und PSN-ID in die Kommentare, beziehungsweise ihr könnt mir das auch als Nachricht schreiben, wenn ihr nicht wollt, dass andere Leute sehen. Könnt ihr machen, wie ihr wollt, Hauptsache ich weiß das irgendwie, ne? Und ich adde euch dann machen wir eine Zeit aus und dann spielen wir eine Runde Plündern. Also das ist so gesagt das Can You Beat Me und Plündern wird dann das Kill-Duell sein. Ich weiß noch nicht, wie ich das mache, ob ich da jetzt irgendwie das so mache, dass wir als Fünferlobby spielen und dann drei Leute, also die anderen drei Leute, keine Kills machen. Ja doch, keine Kills vielleicht auch, aber auch keinen Schatz reinmachen, damit wir 20 Minuten spielen können. Ja, bisschen durcheinander gelabert gerade. Auf jeden Fall wird es ein Kill-Duell dann sein. Also wer dann so gesagt in den 20 Minuten mehr Kills macht. So, und sollte das der Teilnehmer, nenne ich ihn jetzt mal, sein, also nicht ich, dann hat er sich so gesagt fürs Frei für alle Turnier qualifiziert. Das heißt, es kommt erst das Can You Beat Me als Qualifikation fürs Frei für alle Turnier und danach dann das Turnier, logisch. So, das heißt, wenn er gewinnt, ist er im Turnier und im Frei für alle Turnier sind 8 Leute. Das heißt, das Can You Beat Me, beziehungsweise die Qualifikation, endet, wenn 8 Leute gewonnen haben. So, das heißt, ja, ich weiß ja nicht jetzt, wie oft ich da besiegt werde. Es werden schon einige Folgen kommen. Ich mache das, denke ich mal, so, dass ich dann einfach, heute ist ja Freitag, dass ich dann einfach jeden Freitag eine Folge hochlade. Das heißt, es wird schon ein paar Monate gehen, denke ich mal. Aber ist ja nicht schlimm, wir haben ja eigentlich Zeit, ne? Wir können ja eigentlich machen, was wir wollen. Ja, und so 8 Leute. 8 Leute im Turnier, beziehungsweise 8 Leute müssen mich besiegen, dann endet das Can You Beat Me und das Frei für alle Turnier startet. Und ja, ich glaube, das Frei für alle Turnier geht ein bisschen kurz. Da machen wir dann wieder eine Zeit aus mit den 8 Siegern. Hier übrigens lustiger Triple Blindfire Feed. Ja, dann machen wir eine Zeit aus mit den 8 Leuten. Dann gehen wir alle ins eigene Spiel, aber ich gehe dann raus, glaube ich. Wobei man kann ja auch mit 9 Leuten spielen, glaube ich, dann kann ich mich auch irgendwo AFK einstellen. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Und das Frei für alle wird dann auch so eine Art Kill-Duell. Also sind ja dann 8 Leute in der Lobby, Maps und so suche ich noch aus. Und ich weiß jetzt gar nicht genau, ob man bis 20 einstellen kann, muss ich aber noch gucken, wird schon irgendwie gehen. Und dann nehmen wir an, das erste Spiel geht vorbei und einer hat 20 Kills und der hat gewonnen. So, dann hat er noch nicht das Frei für alle Turnier gewonnen, weil das Frei für alle Turnier beinhaltet 3 Spiele. Und wer von den 8 Leuten in den 3 Spielen zusammen die meisten Kills macht, hat gewonnen. Also das heißt, jetzt nehmen wir an, einer gewinnt die ersten beiden Frei für alle Spiele, aber macht im dritten Frei für alle nur 10 Kills. Dann hat er ja insgesamt 50 Kills. Aber nehmen wir an, einer macht jedes Frei für alle 18 Kills. Dann hat er ja insgesamt mehr Kills und dann hat er gewonnen. Auch wenn er nicht mal einen Frei für alle gewonnen hat, aber er hat halt immer mehr Kills dann insgesamt, ne? So, also so gesagt, Frei für alle mit Kill-Duell. Boah, bisschen gerade kompliziert im Kopf gerade. Ja, ich weiß noch nicht, dann gibt es am Ende einen Gewinner, der dann so gesagt sich durchs Can You Beat Me geschlagen hat und dann noch mehr Kills oder die meisten Kills im Frei für alle gemacht hat. Muss ich mal gucken, was mit dem passiert. Ja, ich weiß nicht, ich kann ja jetzt nicht da ihm irgendwas geben oder so. Ich weiß noch nicht, aber er dauert ja auch, wie gesagt, ein bisschen, bis das alles stattfindet. Und da muss ich mal gucken. Muss ich mir mal was einfallen lassen, weil vielleicht habt ihr auch eine Idee, könnt ihr mir einfach schreiben. Und ich hoffe, ihr habt Bock auf das Projekt. Ich habe auf jeden Fall Bock. Und wenn jetzt schon sich Leute finden, dann denke ich mal, wird nächste Woche Freitag die erste Folge kommen, ne? Aber ich weiß nicht. Also ich rufe euch dann ja auch bei Skype an, also wir skypen dann dabei und man hört euch dann auch im Commentary dabei, beziehungsweise ist ja so gesagt,
Live-Duell, Live-Commentary, sag ich mal. Deswegen bitte nur, wenn ihr auch eine halbwegs normale Audioqualität habt und nicht gerade 10 Jahre alt seid. Ich habe nichts gegen 10-Jährige, ich war selber mal 10 Jahre alt, glaube ich. Aber weiß nicht, das ist ehrlich gesagt ein bisschen nervig dann. Oh, hier übrigens im Gameplay, so im Projekt wurde ja erst erklärt, falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr Bescheid sagen. Oder falls ich irgendwas vergessen habe zu sagen, werde ich das natürlich im nächsten Commentary ergänzen. Aber hier im Gameplay jetzt, ich habe ja... Ach ne, ist ja noch gar nicht so weit. Ist jetzt gerade Double Damage und gute Chancen auf einen Dual Rampant. Also dass Western Danger und ich beide einen Rampant machen. Und ich habe jetzt hier... Jetzt habe ich das Rampant. Und will jetzt extra keine Kills mehr machen, damit der Western Danger auch noch einen Rampant machen kann. Und renne jetzt hier bei Double Damage einfach den Gegnern vorbei. Ich weiß, eigene Dummheit, aber ich wollte halt keine Kills machen. Werd dann hier 100 Meter um die Ecke geschlagen vom Argentinier. Ich wusste es, Alter. Diese gammeligen Argentinier, die laggen alle. Also ich habe nichts gegen Argentinier, aber wirklich, es gibt keinen einzigen Argentinier, der nicht laggt. Beziehungsweise Südamerikaner laggen fast immer, auch Brasilianer. Die laggen einfach jedes Mal. Ich weiß nicht, wieso ich hier Kills mache. Ich glaube, Western Danger ist gestorben, hab grad nicht aufgepasst. Ah, hier ist er jetzt gestorben. Ja. Also kein Dual Rampant, deswegen mache ich jetzt hier die Kills normal weiter. Deswegen habe ich auch kein Flawless, ne? Aber naja. Am Ende, also gleich folgt dann wieder ein Clip. Der Clip ist noch gar nicht so alt, ist ja, ein paar Tage alt. Ist auf jeden Fall auf Schloss, aber ich verrate erstmal nicht, was ich da so gemacht habe. Auf jeden Fall richtig nice. Und so viel habe ich jetzt gar nicht mehr zu sagen. Ich habe ja das Projekt erklärt. Ich überlege gerade mal, ob ich auch alles gesagt habe. Ja, wie gesagt, wenn nicht, dann erwähne ich es später nochmal. Ist hier nur noch. Jetzt übrigens richtig nice der Tod. Danke, Western Danger. Der hat wohl, ich glaube, wir haben dabei sogar geskypt. Ich weiß nicht, da hat die Absprache irgendwie nicht gestimmt. Habe ich wahrscheinlich nicht gesagt, dass ich jetzt rüberspringe, und er hat auch nicht gesagt, dass er eine Granate da reinwirft. Aber ist ja auch egal, was juckt mich der Tod, ehrlich, ey. Scheiß mal auf eure Quoten, ohne Witz. Ich weiß, ich achte auch voll auf die Quote, so. Aber eigentlich, wen juckt's? Nehmen wir an, ich hätte jetzt eine 0,5er Quote. Wäre ich dadurch schlechter? Nö. Naja, Gameplay endet dann jetzt. Jetzt. Jetzt endet das Gameplay. Ich habe ein 25-2. Ich weiß, es wäre richtig geile Tode. Einmal, weil wir Dual Rampant machen wollten, und einmal Teamkill. Und jetzt kommt der Clip. Und zwar ein richtig nicer Quad Hammer Feed auf Schloss. Ja, die Kumpels spawnen da irgendwie vor meiner Nase. Keine Ahnung, was da passiert ist. Hab mich auf jeden Fall. Ja, schon, hab mich gefreut. Aber ist ja egal. Wir sehen uns dann morgen, ne? Haut rein!